Mir sind ein humorvoller und spielerischer Gestus wichtig. Späße, Humor und blöde Witze erscheinen mir als Möglichkeiten. Man muss den anderen zu einem Spiel einladen, das diese verhängnisvollen Kategorien des Denkens einfach in den Hintergrund treten lässt und ganz zum Verschwinden bringt. Mit meinen Studenten habe ich, um ein Beispiel zu nennen, ausgemacht, dass jeder, der ein Wort wie Realität, tatsächlich, Wahrheit, Objektivität verwendet, ein paar Dollar in eine Kasse zahlen muss, deren Inhalt wir dann irgendwann für eine gemeinsame Unternehmung verwendet haben. Natürlich, man darf von der Wirklichkeit sprechen, aber das kostet eben 2 Dollar. Und von der Wahrheit zu reden, kann ziemlich teuer werden. Mit Hilfe dieses kleinen gemeinsamen Spieles entstand eine Aufmerksamkeit für die autoritäre Kraft solcher Formeln. Man lernt auf diese Weise eine andere Sprache zu gebrauchen. Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Gespräche für Skeptiker. Mit Heinz von Förster.